Jürgen, vergangenen Freitag gab es einen 3:1-Sieg gegen Ida Oberstein. War das ein guter Auftakt für dich? Ja, ein Sieg ist ein guter Auftakt, muss man so sagen. Ja, war gut, ja, aber das Spiel ist jetzt Vergangenheit. Ja, war wichtig, dass wir 3 Punkte geholt haben. Aber jetzt Kaiserslautern, glaube ich, wird ein Stück schwerer, das Spiel. Wir haben eine gute Mannschaft und von dem her geht die ganze Konzentration jetzt für morgen. Wenn du gerade vom nächsten Gegner sprichst, der FC Kaiserslautern ist auch abgestiegen, die zweite Mannschaft, letzte Saison mit uns. Und was erwartest du da? Werden die defensiv spielen oder offensiv? Ich habe eine junge Truppe. Ich glaube schon, dass die auch offensiv spielen werden. Natürlich kompakt auftreten, aber schon auch offensiv. Wir haben technisch gute Spieler, schnelle Spieler nach vorne. Also müssen wir aufpassen wegen Konter. Von dem her, ja, müssen wir es, wie gesagt, sehr konzentriert angehen. Und ja, wird ein schweres Spiel morgen. Du hast auch gesagt gehabt, die Mannschaft braucht noch ein bisschen Zeit nach dem Auftakt gegen Ida Oberstein. Wie weit siehst du die Mannschaft? Ja, gut, ich glaube, das soll das Selbstvertrauen geben, der Sieg. Aber natürlich, in spielerischer Hinsicht wird es mit Sicherheit noch eine Zeit dauern, auch nicht nach einem Spiel oder nach zwei. Das dauert noch ein paar Spiele. Aber es war schon mal ein guter Anfang. Sven, erstmal jetzt ein Rückblick zum Spiel gegen Ida Oberstein am vergangenen Freitag. Du hast 2 Tore eingeleitet. Wie zufrieden warst du mit deiner Leistung und mit der Leistung von der gesamten Mannschaft? Ja, es war das erste Spiel. Es ist immer schwierig, weil man nie weiß, wo man genau steht. Ich denke, ja, nach dem Rückstand sind wir, ja, haben wir Moral bewiesen und sind sehr gut zurückgekommen und am Ende verdient gewonnen. Zu meiner Leistung, ja, ich habe die Standards geschlagen. Ja, daraus sind 2 Tore gefallen und ja, so muss es weitergehen. Wie weit siehst du momentan die Mannschaft? Ja, wir brauchen sicherlich noch ein paar Wochen, ein paar Tage, aber ich denke, man sieht schon, dass wir den Ball ganz gut laufen lassen. Und ja, da müssen wir weiter hart arbeiten und dann wird es von Spiel zu Spiel besser. Am nächsten Freitag geht es jetzt gegen den ersten FC Kaiserslautern 2. Sie gilt als eine spielstärkere Mannschaft in dieser Liga. Wie werdet ihr in das Spiel reingehen und was ist der Plan, wie man den FCK schlagen kann? Ja, ich glaube, wir müssen auf uns schauen. Ja, Lautern hat eine sehr junge Mannschaft, die spielerisch sehr stark ist, aber das sind wir auch. Wir müssen dagegen halten, 100% Gas geben, konzentriert bleiben, unser Spiel durchziehen und dann denke ich, dass wir ein gutes Spiel abliefern und die Punkte hier behalten. Stegi, am Freitag das erste Heimspiel der Saison. Letzte Saison gab es ja viele Heimniederlagen. Was macht dich zuversichtlich, dass es dieses Jahr besser wird? Ja, ich denke, wir haben eine rund erneuerte Mannschaft im Gegensatz zu letztem Jahr. Wir müssen einfach das letzte Jahr vergessen, dass das jetzt ja, wie gesagt, eine neue Mannschaft ist und wir sind gut in die Runde gestartet und wollen einfach jetzt am Freitag bzw. morgen den ersten Dreier einfahren und völlig egal, was letzte Saison war. Gegen Ida Oberstein war der Support ja recht gut. Es waren sehr viele Fans da. Wie wichtig ist das für die Mannschaft, dass man so einen Rückhalt hat? Ja, ist natürlich super, wenn möglichst viele Fans kommen. Die Unterstützung in Ida Oberstein war auch super. Ist ja nicht gerade um die Ecke, dann auch noch Freitagabend. Und ich hoffe einfach auf höchstmögliche Unterstützung am Freitag bzw. morgen gegen Lautern. Gegen Ida Oberstein durfte Marc-Patrick Ritter im Tor stehen. Weshalb hast du dich für ihn entschieden und nicht für David Saalfeld? Ja, David war leider in der Vorbereitung verletzt. Er hat 3 Wochen aussetzen müssen und kam erst eine Woche vor Saisonbeginn wieder ins Training. Und da war es natürlich schwierig für ihn auch. Und Marc hat es gut gemacht, gell? Er hat gut gehalten, auch in den Vorbereitungsspielen. Und ich bin froh, ja, dass wir so 2 gute Torhüter haben. Und deswegen war das erste Spiel die Entscheidung für den Marc. Und ja, alles Weitere wird man in den nächsten Wochen zeigen. Und wie sieht es mit den beiden Langzeitverletzten Kai Hesse und Jaron Schäfer aus? Wann werden die wieder ins Training einsteigen können? Kann man noch nicht genau sagen. Ich denke, beim Jaron wird es irgendwann Oktober sein. Ja, und beim Kai erst wieder zur Rückrunde. Und ansonsten ist dann jeder an Bord gegen Lautern. Ja, ansonsten, Gott sei Dank, haben wir alle fit. Ja, sind alle gut dabei und ja, können wir aus dem Vollen schöpfen.